Heute geht es um kratzstrotzende Motoren und die Erkenntnis, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, dass ich keinen Führerschein habe. Ich spiele Euro Truck Simulator 2 mit meinem neuen PC-Lenkrad. Hallo Leute, heute was ganz Besonderes. Ich habe mir nämlich ich sollte es so hinstellen, dass man das sieht. Ein Lenkrad, ein PC-Lenkrad gekauft. Und ich will das jetzt gerade mal nutzen, um euch zu zeigen, warum es eigentlich eine ganz gute Idee ist, dass ich eigentlich kein Auto fahre. So, hier habe ich nämlich das Spiel Euro Truck Simulator 2. Ja, Euro Truck Simulator 2 heißt's. Und da bin ich jetzt gerade daran, die Tutorial-Mission zu spielen. Und ich glaube, das wird ein ganz großer Fail. Ja, fahrt mit! Ich habe den Auftrag, irgendwelchen Baukram hier ein bisschen leiser machen, damit ihr tatsächlich entsprechend was hört, dass ihr von mir was hört. Okay, also irgendwelchen Baukram irgendwo hinzuschippern, es ist die Tutorials-Mission. Ich werde hier wahrscheinlich schon ganz arg failen. So, und aller normalerweise geltenden Eitelkeiten zum Trotz heute mit Brille. Ich bin ja so ein richtiger Unfisch und dementsprechend ist Autofahren ohne Brille, selbst am Computer, gar kein Thema. So, normales Cockpit. Was soll ich jetzt machen? Ich soll E drücken, um den Motor einzuschalten. Okay, Controller nutzen, um zu fahren. Okay. Ja, muss jetzt natürlich einen Gang einlegen, sonst fährt sich da gar nichts. Gott. Das wippt. Ja, ich soll hier die Innenansicht ausprobieren. Also das ist die Innenansicht, die Außenansicht, Vogelperspektive. Naja gut, das ist, wird sich wahrscheinlich entsprechend alles kennen. Fenster, Außenposition. Was? Junge, warum rollt mein Auto hier eigentlich? Mal auf die Bremse treten. Also kann jetzt übrigens durchaus sein, dass ihr euch wundert, was macht er da? Ich habe unter dem Tisch natürlich noch so ganz komische Pedale stehen. So, Stoßstangenansicht. Oh, das ist eigentlich ganz praktisch. Okay, 6, 7. Radansicht, das hat schon fast was von Formel 1. Und 8, TV-Ansicht. Ui, das habe ich im Grand Theft Auto schon immer nicht leiden können. Das machen wir besser nicht. Wir gehen mal wieder zurück aufs Cockpit. Gott. Eingabe, jawohl, es wird Zeit, dass du deine Lieferung machst. Verwende den Routenadvisor. Okay, F1. Ach ja, okay, F2 Seitenspiegel. Seitenspiegel sind, glaube ich, immer gut. Kann ich das eigentlich auch mit dieser Stoßstangenansicht? Also ich bin gerade diesem Routenadvisor. Die gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut, aber okay, mal Cockpit. So, diesen Advisor halt, nicht die Spiegel ausblenden, den Advisor mit einblenden. So, wie war denn das? Ah ja, okay, hier kann ich mich jetzt durch die Modi schalten, wo ich entsprechend lang muss. So, und da ich ja hier auf der Baustelle stehe, geht es jetzt einfach mal weiter. 0 km/h. Der erste Gang sollte nicht allzu schnell sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier auf der Baustelle lang muss. Mal gucken, wie sieht das von außen aus. Schipper, 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 schipper. Ich bin ein König der Landstraße und fahre über Baustellen. Blödsinn. Mal andere Ansicht. Gut, aber ich kann hier auch noch über mein Kreuz oder durch die Gegend gucken. Oh, CB-Funk.
Nein. Aber wieder auf die Standardansicht zurückgehe. So. Mal weiter schippern. 11 km/h ist auch für einen Baustellenbetrieb ein bisschen langsam. Mal einen Gang hochschalten. Wer sich übrigens wundert mit dem Lenkrad, das ist so ein Thrustmaster Universal 145 oder irgendwie sowas Lenkrad. Das ich mir gerade bei Amazon, halt, wo muss ich hier lang? Okay, irgendwo lang. Das ich mir gerade bei Amazon bestellt habe, einfach weil ich mal Lust drauf hatte, mal Lenkrad zu haben. Und das lässt sich nicht nur an PC per USB anschließen, sondern auch an eine, was war es, eine Xbox, eine Nintendo Wii und so weiter. Also ganz viel. Und eigentlich ist es wohl gedacht für irgendwelche Rennspiele, weil ich habe hier ein cooles Ferrari-Logo und das, obwohl ich hier, glaube ich, gerade irgendwie einen Daimler-Truck fahre. Ja, das wird den Mercedes-Leuten vielleicht nicht gefallen, aber naja, vielleicht sind die Lenkräder von Ferrari das Einzige, was taugt. Das war jetzt eine Einspielung aufs Formel-1-Rennen. Naja, gut. Hoffen, dass wir nicht nur Pirelli-Reifen haben, sonst gehen die unterwegs kaputt. Aber dann wären die jetzt schon kaputt. Bin ja immerhin schon 5 Meter gefahren. Ja. Gut, und dieses Lenkrad hat solche Schaltwippen, wo man so in der Art eines sequentiellen Getriebes einfach hoch und runter schalten kann. Und ihr werdet es wahrscheinlich immer mit diesem Klicken hören oder vielleicht auch nicht. Aber ich finde es eigentlich eine coole Sache. Also so Schalten in Autospielen. Warum rolle ich jetzt hier zurück? Ich drücke doch hier aufs Gas. Zu hoher Gang oder wie? Ich rolle hier tatsächlich zurück, obwohl ich aufs Gas trete. Mal ganz heftig bremsen. Vor allem mein Truck schiebt sich hier durch die Gegend. Naja, jetzt geht's wieder vorwärts. Ich habe wohl irgendwie den Fehler gemacht und hier an der Biegung an der Steigung hier zu bremsen. Boah! Junge! Autofahren ist ja schon eine anspruchsvolle Sache, vor allem für jemand, der gar nicht Auto fährt, so wie ich, eigentlich dementsprechend gar keine Übung hat. Und dann jetzt nebenbei auch noch für so eine Let's Play-Kiste hier zumindest was halbwegs Sinnvolles labern soll. Junge, wie geht's hier auch durch die Gegend? Das kann doch nicht wahr sein. Ein bisschen entspannt zurücklehnen hier. Bin ich noch im Bild? Ja, gut, bin noch im Bild. Durchs Tor hindurch. Also ich habe jetzt das Werksgelände so halbwegs verlassen. Sieht hier aber immer noch sehr schottrig aus. Okay, das ist wohl wahrscheinlich einfach eine Baustellenausfahrt. Kennt man ja, Baustellen hat es rund um Stuttgart gerade auf der Autobahn. Ja, sehr viele. Nicht umsonst ist die A8 auch Deutschlands längster unüberdachter Golfplatz. Wobei die mindestens mehr hat als 18 Löcher. Gut. Ich überlege mir jetzt schon gerade, wie viele Leute sagen, ja, fahr doch mit dem Zug. Ja, ich fahr Zug und ich bin froh, wenn Stuttgart 21 endlich mal fertig gebaut ist. Der Stuttgarter Bahnhof ist für einen Vielzugfahrer echt schon eine Zumutung. Ja, und wenn man Stuttgart 21 fertig gebaut hat, dann freuen sich vielleicht auch die Leute in Frankfurt, wenn der dortige Bahnhof auch vom Sackbahnhof zu einem Durchgangsbahnhof umgebaut wird. Das finde ich nämlich genauso lästig. Man kann immer sagen, was man will, von wegen Kopfbahnhöfe oder Sackbahnhöfe, wie sie heißen, hätten so einen gewissen Charme. Als Reisender ist das einfach bloß umständlich.
normalen Bahnhof hast du immer eine 50-50 Chance, dass du auf der falschen Seite vom Gleis oder aufs Gleis kommst, wo du dann einzusteigen hast. Bei einem Kopfbahnhof, da hast du eine 100% Chance, dass du immer am kompletten Zug entlang laufen musst, um in den Wagen einzusteigen, wo du deinen Sitzplatz reserviert hast. Das ist echt immer das Riesendrama. Und selbst wenn man mal aufpasst und sagt, ja, ich gucke jetzt mal, welcher Wagen steht denn ganz vorn, dann wird es so sein, dass die Bahn ausgerechnet zu der Fahrt die Wagenreihenfolge umdreht. Ja. Ist euch übrigens mal aufgefallen bei der Deutschen Bahn, dass wer erste Klasse fährt, zwangsläufig immer im unbedachten Teil von dem Bahnhof steht. Das nenne ich mal Service. So, jetzt muss ich hier rechts abbiegen, mal freudig einen Blinker setzen. Ihr habt schon gemerkt, das habe ich mir hier natürlich auf so eine Taste gelegt. Gucken, ist alles frei. Links, rechts, ups, links, rechts, links, da kommt nichts. Doch hier hinten kommt was, aber da fahren wir einfach mal schnell rüber. So. Ich bin irgendwie sehr langsam. Ich glaube, ich bin mehr das rollende Hindernis. Mal einen Gang hochschalten. Aber das Schild sagt, pass auf, krasse Kurve. Und ich darf nicht schneller als 50. Die Gefahr besteht nicht. Die besteht echt nicht. Das Lenkrad dürfte aber echt eine Spur größer sein. Das ist so klein. Also, ich weiß nicht. Sind kleine Lenkräder tatsächlich sportlicher? Ich kann es mir kaum vorstellen. Na gut, jetzt hier für so eine Joystick-Variante wahrscheinlich, aber im Auto? Upsa. Ich habe übrigens schon kapiert, dass wenn das Lenkrad hier tatsächlich so in meiner Fahrbahn ist, dass mein Truck dann tatsächlich so ungefähr richtig auf Peilung ist. Warum fahre ich diese komischen Rohre eigentlich von der Baustelle weg? Wurden die da nicht gebraucht oder sind die über? Oder klaue ich die vielleicht und verhökere die irgendwo anders? Wer weiß. Ja, draußen scheint die Sonne. Das ist jetzt so ein bisschen irritierend, weil ich habe hier natürlich das Licht an, damit ihr mich auf der Kamera natürlich seht. Und das scheint jetzt so knapp über dem Monitor. Das ist so eine leichte Spiegelung, die ich jetzt auf dem Schirm habe, aber lässt sich ertragen. So. Ich könnte mal ein bisschen schneller fahren, das wird sonst langweilig. Wobei, das ist so eine krasse Kurve, ich weiß gar nicht. Und ich schwanke jetzt hier schon, obwohl ich ja gerade mal irgendwie keine 30 fahre, schwanke ich hier schon durch die Gegend. Ey, ist das übel. Ist das übel. Ja, ein bisschen das Lenkrad halten. Halten, 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 nachlassen. Oh, da. Ich weiß gar nicht, ob da, ob es echte LKW-Fahren auch so schwierig ist. Also, ich müsste mich mal mit einem LKW-Fahrer unterhalten. Ob das so wäre. Das. Unglaublich. Wow. Junge, ist das anstrengend. Ich wollte doch eigentlich spielen und entspannen und jetzt ist das hier schon richtig Arbeit. Oh. Naja, okay. Ein Wort zu dem Lenkrad, das ich hier habe. Das ist aber trotz allem schön griffig. Oh, da überholt mich einer. Hupen, hupen. Die Sau, mich überholt hier niemand. Ich bin King of the Road. Vor allem ist das schon ganz schön gewagt, mich hier zu überholen. Und vielleicht auch so ein bisschen selbstmörderisch. Was mich jetzt gerade wundert, ob bei dem Spiel das hier tatsächlich so eine echte Landschaft ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo das tatsächlich sein könnte. Ich habe als Ausgangspunkt einfach mal Stuttgart angegeben und
Ja, wahrscheinlich soll ich jetzt nach Stuttgart, oh Gott, ich soll nach Stuttgart reinfahren. Oh je. Und das mit einem LKW. Stuttgart, die Autonation Deutschlands, die Autostadt Deutschlands. Also sprich, mit einem normalen PKW da reinzufahren, und das sage ich als Beifahrer, ist schon grauen. Weil mehr Stau als sonst irgendwie was. Und unübersichtlich. Also, hey. Oh, aber da vorne kriege ich eine Anzeige. Muss ich da irgendwo hin? Nö. Nö, muss weiter geradeaus. Pfeil sagt geradeaus. Ja. Ja, mal nicht RAM. Waren das gerade Benze, die an mir vorbeifuhren? Sah fast so aus. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Nein, ich höre schon auf mit singen. Ich fahre hier irgendwie die ganze Zeit sehr hochtourig. Man lernt doch aber in Fahrschulen, dass untertouriges Fahren irgendwie wohl spritsparend wäre. Vielleicht sollte ich einfach nicht so viel Gas geben, weil ich bin ja schon die ganze Zeit am Vollgas geben. Hey, das ist auch. Und die Kurve, diese ganz leichte Kurve, macht mir jetzt schon so ein bisschen Angst. Kann ich da die Spur halten? Na, geht. Aha, aber da verreisen. Langsam. Ruhig. 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 Okay. Soll ich mich trauen, noch einen Gang höher zu schalten? Ja, nee, dann werde ich zu schnell. Hier ist ja nur 50. Aber da vorne muss ich eh rechts ab. Mal bremsen und Blinker setzen. Ah, ein Stück vorwärts kann ich schon fahren. Oh. Der Bus, der fährt einfach da lang. Wieder zentrieren. Das ist das einzig Dumme, wenn man hier mit diesem Kreuz das Bild verrückt. Es läuft dann nicht wieder in die Mitte zurück. Ist aber vielleicht auch praktisch. Da kann man dann mal für irgendwelche Situationen gewappnet sein. Aber habe ich da eigentlich angehalten? Da war gar kein Stoppschild. Und die anderen kamen von links, also wäre doch wahrscheinlich rechts vor links gewesen. Ja, links vor rechts. Da hätte ich ja dann schon in England spielen müssen. So, aber das da vorne sieht tatsächlich jetzt schon aus, als wäre das Stuttgart. Das ist ja geil. Aber muss ich da nicht nur irgendwo noch vielleicht ein Stück Autobahn fahren oder so? Ich bin schon wieder so sacklangsam. Das ist ja unglaublich. So. Ja. Jetzt habe ich nicht aufs Straßenschild, auf das Schild geschaut, wo ich bin, was da stand, ob das schon Stuttgart ist. Hey, das ist ohnehin so aufregend. Polizei? Ah, nee, das ist draußen. Ah, aber hier 50. Also mal ans Tempolimit halten. Bin ich mit 30. Ja, knapp drunter. Upsa. Ja, also, wer zu schnell fährt. Oh, aber das ist eine rote Ampel. Da schalten wir mal sicherheitshalber runter. Ja. Wo muss ich lang? Geradeaus muss ich weiter. Hey, das war schon ganz ansprechend. Weiter. Vierter Gang, aber der zieht trotzdem weg wie nochmal was. So. So. Ja, ich merke aber schon, das Lenkrad hier ist doch ein bisschen klein dimensioniert. Das dürfte gern größer sein. Und vor allem geht es mir hier mit den Pedalen so. Also, die ihr jetzt gerade nicht seht, weil sie unterm Tisch sind. Weil
meine Füße sind dann doch sehr eng beieinander und außerdem rutscht das Teil. Das liegt aber wahrscheinlich an meinem Parkettboden, den ich hier habe. Naja, mal ein bisschen hin und her schieben wird schon irgendwie gehen. Ich muss ja hier nicht gerade hektisch mit Gas und Bremse arbeiten. Was mich bloß wundert ist, ja gut, das hat man selten. Was will er hier? Fahre auf das Betriebsgelände. Ach, da vorne, da bin ich schon. Okay. Da mal einen Blinker setzen. Das wie ein echter LKW-Fahrer versuchen. Ach, da muss ich jetzt hin. Rückwärts. Ja, okay. Die wollen ja gleich was von mir. So, jetzt gucke ich aber einfach mal, jetzt cheat ich ein bisschen. Dafür hat man ja so eine Außenansicht. Ja, stehe aber gerade. Rückspiegel. Irgendwie stehe ich aber da falsch. Kann ich das bewegen? Oh ja, geil. Wie mache ich das jetzt, dass ich da entsprechend da hinkomme? Wahrscheinlich ein bisschen so lenken. Oh Scheiße! Da kam Auto und ich habe es nicht gesehen. Was musst du hier aber auch so durch die Gegend brettern? Mann. Naja, Kollateralschaden. Mal gepflegt rückwärts fahren. Da steht schon der nächste. Okay. Ich sollte natürlich vorwärts oder ich wollte vorwärts fahren. Junge, Junge, Junge. Ob das jetzt einen Punktabzug in der B-Note gibt? Komm, ich probiere das jetzt nochmal. Mal langsamer machen. Ich habe aber echt noch überhaupt kein Gefühl, wie groß das Ding hier eigentlich ist. Meine Vogelperspektive. Okay. Ein bisschen habe ich noch. So. Vogelperspektive. Oh, jetzt bin ich aber dran. Okay. Und wie sieht es nach hinten aus? Einmal außen rum. Oh, das ist aber gar nicht mal so schlecht. Okay. Und wenn ich da jetzt so nach da hinten gucke. Okay. Oh, das geht sogar. Ach, da gucke ich aus dem Fenster raus. Ist ja geil. Das ist ja cool. So, jetzt legen wir mal einen Rückwärtsgang ein. Und jetzt mal so leicht. So, weglenken. Mal nach außen spiegeln. Ist jetzt aber schon. Rückwärts fahren. Und andersrum lenken. Oh, so dramatisch eingelenkt. Okay. Das wollte ich jetzt so natürlich nicht. Vorwärts.
So. So, rückwärts. Wir bleiben jetzt mal in dieser Außenansicht. Das ist aber so falsch im Eindruck. Dass wir hier nur das Tor einrammen. Problem ist, dass du hier natürlich nicht nur längst, sondern du hast ja auch von diesem Anhänger das Dingelchen. Okay, jetzt hänge ich da an dem Tor. Hör mal, wenn ich jetzt so rumfahre. Oh Gott. Steht mein LKW gerade? Jetzt mal gucken. Will der mich jetzt eigentlich dissen oder wie? Platz. Falsch. Ich verlenke mich hier auch gerade die ganze Zeit. Das sieht aber gut aus, das sieht gut aus. Und ein bisschen. Ah, okay. Und mal zurücksetzen. Ach, scheiße. Okay, ich geb's auf. Ein Parkhilfe. Hui! Weit weniger spektakulär, als ich eigentlich befürchtet habe. Ja, ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ich probiere mich jetzt einfach mal nochmal mit einer weiteren Mission. Und ja. Bei euch sage ich Tschüss und bis dann.